Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft Mists of Pandaria. Heute mal in einer Instanz und zwar Scholomance. Ich werde wie immer die Quests einfach annehmen und am Ende vorlesen. Weil, Brot. So, wir schreiben mal Hi. Einfach mal die Gruppe begrüßen. Und ich würde sagen, dann kann es auch schon losgehen, ne? Das passt soweit. Dann hauen wir mal in die Tasten. So. Für mich übrigens der erste Run in der Instanz seit einer ziemlich langen Ewigkeit. Ich glaube aber den neu designten Scholomance habe ich schon gespielt. Bin mir gerade aber gar nicht so sicher. So. Ich muss gleich mal den Sound ein bisschen runterdrehen. Der ist ja ewig laut hier. Ich habe kein Ziel. So, System, Sound. Ich glaube, ich habe den letzten Mal irgendwie höher gedreht gehabt. So. Letztes Mal habe ich den, glaube ich, runter oder hoch gedreht für irgendwas. Und jetzt habe ich ihn wieder, ja. Die vier Folianten. Die Geheimnisse der vier Folianten müssen zerstört werden. Okay. Da unten sind auf jeden Fall hauptsächlich Caster. Ich ziehe mir mal davon einen hoch. Jetzt sind hier die ganze Gruppe. Dass wir die schön bei uns haben hier. Dann werden wir mal gucken, dass wir uns das Schild wieder aufbauen. Denn Schild ist nett. So. Perfekt. Ah, oh, die kriegen alle übelst viel Schaden, Mensch. Wahnsinn. Das Feuer von uns macht 5, tickt mittlerweile mit 500. Das ist echt nicht ohne. Kann man nicht anders sagen. Formel 2 Handwaffe, erhebliche Willenskraft. Ups, was denn da? Wo kommt der denn her? Dieser böse, böse, böse. So, das ist eine Pat, das ist der Boss. Also wenn wir uns erstmal die Pat ziehen, die hier lang gelatscht. So, das müsste passen. Ja, passt. Wunderbar passt das. So, übrigens, irgendwie haben die gerade wieder was mit dem Waffenmodell gemacht. Also es hängt mir ganz komisch so oben am Kopf rum. Fiel mir letztes Mal schon auf, das Problem hatte ich schon mal mit Einhandwaffen. Weil du kannst ja auf Dual Wield spielen, den Mönch. Und ja. Da hatte ich das Problem schon mal. Nicht so cool, muss ich sagen. Dass sie das immer noch nicht hinbekommen. Ich meine, okay, wo hat er seinen Waffengürtel, aber. Also ein bisschen kann man ja schon erwarten, dass es korrekt geht. Finde ich. So. Es wird jetzt gleich spannend, weil ich habe keinerlei Ahnung, wie der Boss funktioniert. Ich habe mich davor auch nicht informiert und da muss ich ihn jetzt tanken. Oh, ein Epic. Eine Zweihandwaffe. What, wie nice. Ja, oh, da hat jemand Bedarf gewürfelt. Ich glaube, das war ein random Ding, ne? Ich bin auch. So. Machen wir die mal einzeln hier Platz. Ich weiß ja echt gerade gar nicht, ob der Boss einen Aggro-Range hat. Dass wir den aus Versehen ziehen. Ich muss näher. Okay, da ist euch auch nicht sicher. Ich habe nämlich absolut keinen Plan mehr, ob er die hat oder nicht, aber ich würde mal sagen, wir rennen einfach mal gleich hier rüber.
Also wieder hier hoch. So, den Dicken lassen wir dann nochmal wegrennen. Obwohl, eigentlich können wir... Ah, nee. Gegen den Dicken und die ganzen Viecher da möchte ich jetzt ungerne. So, gefällt es mir dann nämlich doch ein bisschen besser. So. Zack, zack, zack. Schild aufrechterhalten. Und sie alle nochmal anzünden. Perfekt. Dann könnten wir glatt nochmal ein bisschen Heilung rausschmeißen. Ach, jetzt kommen die ganzen Geister raus hier, wa? So. Prima, prima. Na, das läuft doch schon mal ganz gut soweit. Na, guck mal, wenn der schon mal hier ist, dann können wir uns den auch gleich nochmal holen. Perfekt. Also echt in Instanzen mit so einem großen Mobgruppen, da ist der Brewmaster ja mal ein... Was tut er denn da? Hat er es eilig? Oder will einfach mal ein bisschen Schaden machen, weil der ist natürlich vom Schaden her ein bisschen weiter unten. Auf dem dritten Platz. Tank ist erster, muhaha. Ja, so läuft das halt, ne? Aber es sieht mir nicht so aus, dass die eine Aggro-Range haben. Das bedeutet, wir können uns die hier hinten auch noch holen. So, prima. Jetzt sind wir nur sehr nah am Boss dran. Ich hoffe, da macht jetzt niemand einen Fehler und macht einen Target-Change mit Tab. Das wäre natürlich... Und erwischt dann aus Versehen den Boss. Weil anklicken, also angreifen kann man ihn ja. Das ist ja möglich. So. Junge, der mit seiner Demo-Form da. Haben wir noch einen? Komm, den Nikolyt können wir danach auch noch nehmen. Und dann passt das. So, wunderbar. Ach, wir haben sogar schon ein Level abgehabt. Dann können wir uns den da ziehen. So. Könnte ruhig mal ein bisschen schneller machen hier. Dann können wir uns den Boss ziehen. Wow. Ich konnte den gar nicht spotten. Oder doch, ich konnte ihn spotten, aber ich dachte, der käme näher ran. So was. Okay. Jetzt weiß ich ungefähr, was der macht. Der macht so einen Bodenfrost und die Mauern kommen näher ran, wie man sieht. Da sollte man wahrscheinlich auch nicht drin stehen. Aber das war ja auch schon. Achso, die Urne müssen wir jetzt platt machen. Der muss in einer bestimmten Zeit getötet werden. Und dann muss man auf die Urne gehen. Wow, und währenddessen fliegen ganz komische Bücher rum. Das ist ja merkwürdig. Ah, vollen Schaden hier. Ah, das Buch. Oh, geschafft. Eine Halskette, 11 Ausdauer, 7 Intelligenz, mehr Trefferwert und mehr Tempo. Wäre da die Intelligenz nicht drauf, dann wäre es durchaus interessant. Leider ist Intelligenz drauf. Das rollen wir dann dem Magier bzw. dem Hexmeister dann mal nicht weg. Ich glaube, die wären nicht ganz so nett dann. Danach. Ich kann auch chargen, ja. I'm a charge. So. Ich habe mir übrigens einen Wappenrock gekauft. Ja, ich hatte
Zwischenzeitlich war ich dann in Stormwind und habe mal das epische Reiten gelernt und mir einen Wappenrock und ein neues Mount gekauft. War jedoch nicht so lange, dass ich mir gedacht habe, okay, eine Mischfolge brauchst du dafür nicht. Mischfolgen sind, glaube ich, dann auch mal so ein bisschen... ja, weniger interessant. Gut. Chargen wir doch mal hier kurz. Schon uns ein bisschen was. So. Hier machen wir ein bisschen Schaden. Ups, wo ist meine Maus hin? Whoopa! Ich werde mich mal selbst ein bisschen heilen. So nebenbei. So. Gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir müssen hier nicht alle machen. Ich glaube, wir müssen wirklich nur bis hier hin. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier kommt nochmal ein Boss und wir müssen den Raum sowieso clearen. Ich glaube, Sholomance wurde dann quasi zu so einem... ja. Zu so einem einzelnen Raum, wo man immer von Boss zu Boss geht, mehr oder minder. So. Auch herkommen. Wow, 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 wow. Junge, ich wollte ihn noch nicht ziehen. Ist euch das bewusst? Oder eher nicht so? Das ist, das meine ich mir nämlich mit Tabwechsel. Was passiert mal ganz gerne, dass dann irgendeiner einfach, ja, jemanden angreift, den er noch nicht angreifen soll. Ging ja nochmal gut. So. War das schon wieder der Raum? Ach ne, dann, da ist der Boss. Aber ich glaube, das war's. Ist sauber. Ich frag nochmal. Sieht mir aber ganz gut aus. Ich will den immer anchargen. Ich denke nicht dran, dass der immun dagegen ist. Vergesse ich immer wieder. Oh, 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 oh. What the fuck? Wo ist sie jetzt? Da ist sie. Steht doch nicht da drin. Ja, der Magier, ey. So, so. Jetzt muss man hier... hau den Lukas machen. Man muss, glaube ich, so oder so alle... alle umhauen. Wenn ich mich nicht täusche. Schon ein bisschen her, dass ich hier drin war. Aber ich glaube, die neue Instanz davon habe ich durchaus schon gespielt. So, Stoffkapuze. Sag mal, es kommt ja nur Magerzeug hier. Mann, 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 Mann. Aber der sprechende Schädel kommt auch weiter. Schaut, meine Liebe, wir haben Besucher. Sind das Freunde von euch, Boss? Ihr da, macht euch nützlich und kümmert euch um diese Beschwörer. Ja, gut. Machen wir die Beschwörer platt. Was liegt denn auf dem Boden? Knochenhaufen. So. Da sind noch welche. Aha, dann kommt am Ende ein starker Beschwörer bei rum. Ich habe das so gar nicht mehr in Erinnerung. Klar, Sholomance wurde auch komplett neu designt, aber... also ich wusste noch, dass es einzelne Räume immer sind. Wo man quasi immer gegen einen anderen Boss antritt.
So. Der hier noch. Der ist dann auch gleich platt. Perfekt. Dann gehen wir mal hier hinten zu dem. Schauen wir mal, ob ihr noch so viel Gefallen am Tod findet, wenn ich euch die Gene. So. Komm mal her. Können wir den. Ich stillschweigen lassen? Nee. Der ist immun dagegen. Kann gar nicht gesilenced werden. What? Warum starbt ihr denn? Machen die denn da hinten? Also sag mal, aber das gibt's doch nicht. Die greifen einfach mal die Mitte an. Ist denn langweilig? Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Meine Liebe, ihr solltet dieses Geschenk, das euch gemacht wurde, willkommen. Ist natürlich auch praktisch. Ich werde nicht zulassen, dass ihr noch eine weitere Seele mit diesem Albtraum verfügt. Dass der, jetzt tot ist, wenn gleich der Boss vielleicht runterkommt. Naja, gut. Muss er selbst wissen, wa? Ah, geschafft. Oh oh. Lebe ihn wieder. Fuck. Blutrippe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der böse ist. Ich erinnere mich zumindest daran, dass er nicht so nett war. Stimmt, und der beschwört immer so eine komischen, ekelhaften Kreiselchen, zwar. Irgendwie sowas war das. Die Dinger da. Da sollte man im besten Fall nicht drinstehen. Scheint ihnen wieder egal zu sein. Ist ja egal. Ups. War eigentlich ein Mönch Heiler oder was? Ja, ich glaube der Mönch ist Heiler. So, das war's. Nekromantischer Zauberstab. Ja, bitte noch mehr Casterzeug. Das brauchen wir. Diesmal würfel ich mal auf Entzauberung. So, nächster Raum. Uah. Was war denn hier? Ma. Der hat aber auch Langeweile, der Typ. Jetzt holt er sich hier wieder noch so einen zusätzlichen Part dran. Jetzt soll man mich umpullen lassen, Mensch. So warm, so rot. Seid ihr die Blutanbetenden, ja? So, dann kann der mal herkommen. Ich bin außer Reich. Dieser Zauber ist noch nicht. Jetzt kann ich mehr. Wie musste man den denn töten? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie war denn das? Ach, den muss man, glaube ich, einfach so lange draufklopfen, bis er ausläuft oder sowas. Bin mir nicht mehr sicher. Irgendwie war da was. Irgendwie sowas in der Richtung. Ach, guck mal, er fängt auch schon an. Da fließt er schon. Fluch der Entkräftung. Nee, das meine ich nicht. Ja, genau. Irgendwann platzt er einfach. So war das. So war das. Richtig, richtig. Habe ich ja fast wieder vergessen. Beziehungsweise ich habe es sogar vergessen.
Komisch, wie unbeständig mir die in Erinnerung geblieben sind, die Instanzen. Dabei war es ja gerade mal Kataklysm, wo die neu designt wurden. Aber ich glaube, die meisten habe ich auch wirklich nur einmal gespielt. Daran kann es natürlich liegen, ne? Wahrscheinlich. Oder das ist das Wahrscheinlichste, also dass ich sie wirklich nur einmal gespielt habe mit meinem Paladin, den ich damals dann hochgespielt habe. So, ich ziehe mir erstmal den da. Klar, Schadstoff. Nebenbei mal was trinken hier. Kannst du als Tank machen. Okay, zuerst ziehe ich mir die beiden ran. Danach machen wir den Fleischschrecken. Den ekelhaften. Dann bleibt nur noch einer. Von den Fleischschrecken. Ja, ja, mehr Blut. Du freust dich, wenn ein Freund stirbt, ne? Ja, ja. Oh, das wollte ich gar nicht. Der hat nämlich verschiedene Körperteile, die man angreifen muss. Und eigentlich müssen die auf die Körperteile gehen. Das scheinen die aber nicht zu checken. Die brauchen wir sogar gar nicht alle. Jetzt setzt eure hübschen Runenklingen gegen unsere Gäste ein und bringt mir ihre Knochen. Nicht bekämpfen. Na toll. Dunkelmeister hat sie für sie ihre Sache überzeugt. Was bringt Lichterloh? Kann ich nicht verstehen. Nein, nicht transformieren. Transformieren ist immer böse. Los, macht sie platt. Macht sie doch platt, macht sie doch platt. Sie lebt aber noch. Oh, was haben wir denn hier? Oh, die ist ja nett, die ist ja nett, die ist ja nett, die ist ja viel. Nee, die ist schlechter als meine. Schade. Sieht aber lustig aus. Ja, wir haben da das Erbstück. Dann passt das natürlich auch nicht. Was haben wir denn da hinten? Irgendwas war da. Es ist weg. Ich glaube, es braucht man dann gar nicht. Oh, Leute. Machen schon wieder ohne mich weiter. So. Ein Boss kommt, glaube ich, noch, ne? Ich glaube, als letztes kommt auch der Dunkelmeister. Gundling. Aber erstmal müssen wir hier durch. Was haben wir denn hier? Hey, der dunkle Zauberfoliant. Den brauchten wir doch. Alter, der Magier, ne? Der Magier ist so ein dummes Dreckstück. Ja klar, kommt da noch mehr, kommt da noch mehr. Halt mal alles aus, genau. Pullt einem am besten den ganzen Raum. Habe ich absolut nichts gegen. Schmeiß mir mal das stärkende Gebäude rein.
Junge, wie ich das überlebe, wie ich das überlebe, ne? Fast draufgegangen. Alter, pullt halt echt den ganzen Raum. Leckt mir die Füße. Leckt mir die Füße. Der sprechende Schädel. Ja, danke, Ryoka. Da die Folianten zerstört sind, kann ich meine ewige Ruhe in dem Wissen antreten, dass diese Bücher niemals wieder einer lebenden Seele schaden werden. Perfekt. Ja, ja, der Buch. Das Buch, der sprechende Schädel, nicht das Buchband. Das sprechende Schädel. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Oh oh. Wenn ihr nicht zum Lernen gekommen seid, mache ich euch zu einem Studienobjekt. Na gut. Auf zum Studium. Die Schule hat angefangen. Na dann, zeig mal. Bring mir was bei. Ich kann dir auch was beibringen, ich bin Mönch. Ich bin dafür da, dir was beizubringen, Herr Gandling. Oh! Ach ja, stimmt. Besiegt alle Versuchsobjekte, um zu entkommen. Na, kommt mal her. Stimmt, bei dem Boss war jeder für auf sich allein gestellt, nach einer gewissen Zeit. Ah, ich muss schnell zurück. Ich habe zu lange gebraucht. Ach, weil der nur einen immer wegschickt. Richtig, ich dachte, der schickt immer alle weg. Ich hätte einfach durchrennen müssen. Okay, Fehler gesehen, Fehler eingestanden. Das war auch schon. Haben wir vielleicht noch was für uns? Schmuck und ein Schmuckstück. Waffenkunde um 12. Erhöht die Stärke 20 Flanken lang. Darauf können wir auf jeden Fall mal Bedarf würfeln. Eure Heilzauber verfügen über eine Chance, 71 Mana zu verleihen. Das brauchen wir eher nicht. Das wäre Diebstahl. Das brauchen wir eher nicht. Gut, ja, das war's dann auch schon. Wir geben jetzt noch die Quest ab. Ich werde die nochmal kurz zeigen. Das war eigentlich nur noch die hier. Der Schlüssel zum Aufheben des Fluchs, der auf diesem Ort lastet, ist der endgültige Tod von Dunkelmeister Gandling. Also los, Ryoka, und lasst ihn dabei leiden. Und hier ist er. Erblickt meine wahre Gestalt. Ich stehe tief in eurer Schuld, werde sie aber niemals begleichen können. Doch ich danke euch, dass ihr meine Familie von diesem Fluch befreit habt. Kel'Thuzad, der Lichtkönig und nun auch Dunkelmeister Gandling, sie sind alle tot. Sie alle sind tot. Vielleicht finde ich ja auch ein. Vielleicht finde ja nun auch ich eine Art von Frieden. Ja, ja, das war er, das war er. Gut, das war Sholomance und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sind gleich 46, wieder fast 2 Level gemacht in dieser Instanz. Bis zum nächsten Mal, bleibt mir gewogen, euer Rio, ciao.